Geek Talk, der Europäische Tech Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 28. Oktober. Heute haben wir dabei Amazon, Tinder, Apple Music, Zoom und Windows 10. Beginnen tun wir mit Amazon. Da gab es jetzt, ähm, ja. Ein Datenleck, was eigentlich kein Datenleck ist. Also sprich, es wurden E-Mail-Adressen entwendet, aber nicht weil gehackt wurde, sondern weil ein Mitarbeiter sich die halt in Anführungsstrichen manuell geholt bzw. geklaut hat und diese weitergegeben wurden. Und ähm, ja, falls ihr davon betroffen sein solltet, dann habt ihr von Amazon eine Mail bekommen, die euch darüber informiert. Das ist ein bisschen kryptisch oder simpel erklärt für eine durchaus äh, ernste Sache und anscheinend sind auch die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden bereits eingeschaltet worden und der Mitarbeiter wurde entlassen. Auf jeden Fall keine schöne Sache. Also guckt mal in eure Mails und gegebenenfalls, ja gut, Mailadresse ändern ist jetzt nicht so einfach. Dumm gelaufen. Ja, aber bleiben wir bei Amazon. Die testen auch noch gerade neues Finanzierungsmodell und äh, man kann dort Ratenzahlung machen. Und da gibt es anscheinend verschiedene Varianten, die gerade getestet werden, nicht bei allen Nutzern. Also der Zeitraum ist unterschiedlich, ähm, vier Monate, zwölf Monate, zehn Monate. Dann sind die klassische, ähm, nicht die klassische Finanzierung, die ist natürlich mit äh, Zinsen. Ähm, Amazon hat wohl gestartet ohne Zinsen, sprich wenn eine Sache 1.000 Euro kostet, zahlt er 5 200 Euro und habt sie dann. Aber auch da wird getestet mit bis zu 7 Prozent an Zinsen. Ähm, ja. Ja, ist vielleicht interessant für den einen oder anderen, aber aufgepasst, verschuldet euch da nicht. Ähm, aber ihr könnt ja mal gucken, ob ihr die Funktion schon freigeschaltet habt. Ja, und das Beste, endlich mal wieder was Neues von Tinder. Wir hatten es auch, glaube ich, relativ sicher in der Daily im äh, Sommer. Tinder hatte damals nämlich die Videochat-Funktion getestet, also Videocalls zwischen äh, Tinder-Interessenten äh, möglich gemacht. Äh, allerdings nicht in Deutschland, aber jetzt läuft das Ding international, sprich also auch in Deutschland. Wenn ihr ein Match habt, dann könnt ihr einen Haken setzen, dass ihr bereit seid für einen Videochat. Und wenn der andere das auch macht, dann könnt ihr das machen. Und das äh, Echt gut gelöste dabei ist, der andere sieht nicht. Ähm ob ihr jetzt entsprechend ähm, diesen Video-Chat aktiviert habt. Also jeder trifft die Entscheidung für sich selber und man sieht es erst, wenn beides gut finden. Natürlich könnt ihr drüber schreiben und euch dafür aktiv entscheiden. Also dufte Sache, endlich nicht nur Penisbilder, sondern auch Penisvideos. Ja, nächstes Thema, Apple Music für Android, ähm, das bekommt nämlich zahlreiche neue Änderungen, die hatten einen Beta-Test im September und das scheint wohl alles gut gelaufen zu sein und jetzt können Android-Nutzer Apple Music äh, verwenden und haben halt direkten Zugriff auf jetzt hören, eine verbesserte Suche, verbessertes Wiedergabeerlebnis, automatische Wiedergabe, Überblenden und, 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 ähm, ihr könnt es euch mal durchlesen, wenn ihr Apple Music Nutzer seid und Android habt, dann ladet ihr euch das ja eh runter und dann seht ihr ja was ihr da neues bekommen habt ja was es auch neu äh, gibt oder ja neu zumindest für die freien äh, kostenfreien Calls bei Zoom ist eine End-to-End-Verschlüsselung die gab es nämlich bislang nur für zahlende Zoom-Nutzer und jetzt gibt es die auch für entsprechend die kostenfreien Calls wenn man die da aber aktiviert dann verliert man ein paar andere Funktionalität nämlich das Cloud-Recording die ähm, Live-Transcription, also sprich, dass es das live mitgeschrieben wird. Und ähm, zum Beispiel kann auch keiner mit einem Telefon in den Call rein. Man muss auch die App benutzen. Also es ist halt nicht so hundertprozentig wie bei der bezahlten Variante. Macht ja auch Sinn. Also die wollen ja auch irgendwie Geld verdienen. Aber auf jeden Fall schön, dass es die Option gibt. Und zu guter Letzt ein... Äh, Optionales Katalog-Update von Microsoft für Windows 10 gibt es jetzt. Und was macht das? Das entfernt Adobe Flash. Ich wusste gar nicht mehr, dass das überhaupt noch existiert. Aber noch viel wichtiger, es verbietet dann, dass Adobe Flash nochmal neu installiert werden kann. Also damit wäre dann irgendwann wirklich der Tod endlich besiegelt für Adobe Flash. Eine Qual der frühen Internetjahre. Die Älteren unter euch werden sich noch daran erinnern. Also, ja, gönnt euch das Update, wenn ihr ähm, mithelfen wollt beim Todesstoß für Adobe Flash. Und das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, ihr habt einen großartigen Mittwoch. Ihr kommt gut in den Tag. Bleibt positiv und wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.